Hi Leute, willkommen zum zweiten Video von F1 2017. Am Freitag ist es ja soweit, Release steht vor der Tür. Gestern habe ich bereits ein Video gezeigt, wo ich einen groben Überblick gegeben habe und schon mal vor allem auch die 2017er Autos ausprobiert habe. Heute gibt es dahingehend eine kleine Planänderung, dass ich nicht den Karrierestart zeige, sondern wie ihr es im Titel und im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen habt, die historischen Autos in den Vordergrund stelle. Das mit der Karriere machen wir dann im dritten Video, beziehungsweise auch in Form von Livestreams. Da muss ich dann mal sehen, wie weit ich dazu komme. Nach der Gamescom auf jeden Fall, vielleicht am Sonntag, vielleicht auch erst nächste Woche, wenn das Spiel dann am Freitag ja schon erschienen ist. Insofern, aber Karriere seht ihr auch tatsächlich bei anderen Kanälen auch zur Genüge. Der Lukas zum Beispiel hat schon seinen ersten Karrierepart online gestellt, hat das auch ein bisschen geschnitten, habe ich gesehen. Der Dave Gaming auch. Und ich habe auch bereits gestern mit den ganzen YouTuber-Kollegen gesprochen. Wir waren ja alle bei der Gamescom schon, bei der Eröffnung von EA. Und da haben wir natürlich auch viel über Formel 1 2017 gesprochen und die Jungs sind eigentlich auch alle sehr angetan. Bin ich d'accord, also F1 2017 macht auf mich bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. So, ich gehe natürlich auch nochmal aufs Feedback der ersten Folge ein, während ich euch hier einmal die historischen Formel 1 Boliden zeige. Ich versuche mal an der Videoqualität noch ein bisschen zu schrauben. Ich hoffe, es klappt. Ich habe gesehen, dass wir da doch einiges an Tearing, nicht an Tearing, sondern halt diese Fragmentbildung haben. Gerade bei Regenrennen, das war gar nicht schön. Ich habe gesehen, dass es bei anderen YouTube-Kanälen ein bisschen besser aussah. Ich habe jetzt mal die Bewegungsunschärfe hier auf 100 gestellt statt auf 0. Das soll wohl für die Bildqualität besser sein. Ja, dann versuche ich auch noch ein bisschen näher an der Bitrate aufzunehmen, die ich dann tatsächlich hochlade. Auch das wird sicherlich nochmal für eine Verbesserung vielleicht sorgen. Wir werden es sehen. Ja, also hier sind wir einmal die Fahrzeuge, die jetzt dabei sind. Das hier ist ein DLC-Auto für Vorbesteller. Auch das älteste Fahrzeug bisher im Feld. Der Classic Mode ist erstmals wieder verfügbar seit F1 2013. 14, 15, 16 gab es leider keine Classic-Fahrzeuge, was sehr schade war, weil sie diesen Weg einmal angefangen haben und ich dachte, das geht jetzt jedes Jahr so weiter und es gibt immer mehr und es wird immer toller und man kann vielleicht auch eine historische Saison fahren. Aber Pustekuchen, jetzt ist es wieder da. Das war eines der Sachen, die ich mir am meisten eigentlich gewünscht habe für F1 2017 und es ist tatsächlich wahr geworden. Ja, wir werden einzelne Fahrzeuge hier mal ausprobieren. 91er McLaren MP4-6 mit Senna ist ja mit diesem Fahrzeug auch gefahren. Der Williams von 92, der 95er Ferrari 412 T2. Das Auto, in das ein Jahr später Michael Schumacher gewechselt ist. 95 Schumacher, ja Weltmeister, 94 auch in Benetton. 96, dann ist er zu Ferrari gegangen und hat sich hier auch immer schön mit Damon Hill duelliert. Da wurden ihm ja einmal auch, war das 96 oder 97, wo ihm komplett alle Meisterschaftspunkte aberkannt wurden, weil er den Damon Hill dann weggecrashed hat. Ich glaube, das war 96, genau mit diesem Auto auch. Also das, was Hill gefahren ist, der Williams FW18. 98, das war das erste Jahr, wo ich so richtig aktiv Formel 1 geguckt habe. Im zarten Alter von so 9 Jahren. Das war so richtig meine Formel 1-Ära, die Schumi-Ära. Ich bin da voll reingeboren. Ich weiß auch noch 98 sein, oder war das 99 mit dem schlimmen Unfall, wo er sich das Bein gebrochen hat und eine halbe Saison ausgefallen ist? Da ist noch Mika Salo damals eingesprungen. Hier ist ein Weltmeisterauto von Schumacher, dann mit Ferrari. Dann ist der Knoten geplatzt, sage ich mal. 2000 bis 2005 hat er ja da alles abgeräumt. Hier Weltmeisterauto Schumacher, damit glaube ich noch im Team mit Irvine. 2004 Weltmeisterauto von Schumacher. 2006er Renault, Alonso ist damit glaube ich auch Weltmeister gewesen, 2007er Ferrari, hier war Raikkonen dann sehr stark, 2008 der McLaren auch, sehr erfolgreiches Auto, Flügelmonster, diese Jahrgänge hier sehr bekannt für ihre ausartende Flügel-Aerodynamik und dann 2010er Red Bull Racing, das erste Game von Codemasters, das auch auf PC und den Konsolen erschienen ist. Kleine Korrektur nochmal vom Video gestern, natürlich ist das Formel 1 2009 nicht auf der Wii U, sondern auf der Wii erschienen, klar. Dann sind wir wieder beim 88er McLaren. Ja, ich hoffe, dass da noch was nachkommt in Form von DLC. Wollen wir mal mit dem ganzen, den ganz alten Schinken heben uns nochmal kurz auf. Ich habe tatsächlich Bock hier auf so einen schönen Ferrari. Ja, nehmen wir mal hier den 95er Ferrari. Schnappen uns mal, wie schon angedeutet, eine Kurzanbindung, denn die haben wir ja neu drin. Das wollte ich auch mal hier kurz zeigen. Haben wir auch, ja, ich glaube Silverstone Short haben wir da zum Beispiel zu zeigen. Da können wir auch mal im Nassen fahren. Um zu schauen, ob es gleich mal mit dem Bildqualität jetzt hinhaut. Also Fahrhilfen lasse ich dann auch mal aus. Da lässt sich dann auch noch mal gut vergleichen. Mit den 2017er Boliden. Wie bockig diese Fahrzeuge hier tatsächlich sind. Aber dadurch, dass wir hier auch größtenteils eine Saugercharakteristik haben, wird das glaube ich gar nicht mal so schlimm. So, also das sieht ja einfach schon mal super genial aus, muss ich echt sagen. Und das ist genauso diese Zeit, in der ich auch schon meine ersten Berührungen mit Rennspielen hatte. Grand Prix 2.
Da ist man, glaube ich, auch die 94er oder 93er Saison gefahren. Genauso sah es aus. Bloß halt damals in richtig schlecht und 2D und Pixel und so, aber ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich gehe mal ins Setup, dann können wir nochmal die Setup-Möglichkeiten von F1 2017 uns nochmal anschauen. Die sind aber genauso wie auch tatsächlich letztes Jahr, hier hat sich nichts geändert. Und auch Setup-Optionen im Vergleich von historischen zu modernen Autos sind nicht verändert, soweit ich das sehe. Nee, das ist eigentlich alles exakt genauso wie bei den modernen Autos. Ja. Ah ja. Oh Gott, ich freue mich schon jetzt gleich. Den Sound vor allem auch. Wir fahren jetzt mal raus. Beziehungsweise gehen auf die... Boah, ich darf gar nichts sagen. Ich hoffe wirklich, dass die Grafik heute besser rüberkommt. Da hat jemand zu Recht angemerkt, dass man nicht wirklich ein... Ah, okay, hier lang. Dass man nicht wirklich die Grafik beurteilen konnte im Video gestern. Höchstens, weil das Fenster ein bisschen kleiner macht, aber... Oh, ja, es ist natürlich hier jetzt eine kleine Schlitterpartie. Boah, damit, vielleicht müssen wir die Reifen erstmal ein bisschen auf Temperatur bringen. Eigentlich sind die aber im Time Trial immer schon auf Optimalbereich. Damals war das wirklich einfach noch furchteinflößend. Wirklich furchteinflößend, diese Motoren, die die Luft zerreißen. Supergeil. Gerhard Berger ist, glaube ich, auch in diesem Jahr noch in dem in Ferrari gefahren. Jean Alesi, glaube ich, auch. Guckt euch das an. Einfach nur traumhaft schön. Ja, aber insgesamt muss ich schon mal vorweggreifen. Der Classic Mode, klar ist es geil, die alten Autos hier zu fahren. Die sind auch von der Performance her sehr realistisch umgesetzt, auch von dem, was sie so an Zeiten auch auf den Strecken fahren. Da wurde sehr viel Liebe reingesteckt, auch in die Telemetrie und so weiter. Super rutschig, die Bremsen bleiben immer sofort stehen, oder die Räder beim Bremsen. Versuchen wir zumindest eine saubere Runde aufs Parkett zu schmeißen hier. Was sie ganz schön gemacht haben, sind die verschiedenen Anzeigen, also die HUD-Anzeigen, tatsächlich unten rechts hier der Tachometer. Im vierten Gang Wheelspin. Ja, hier geht's dann fast nur noch geradeaus. Da vorne mal aufpassen jetzt. Oh, da komme ich kaum rum. Also die 17er lenken auch viel direkter ein, das merkt man sofort. Wir fahren auch gleich mal so ein kurzes Rennen oder zwei kurze Rennen wieder. Also mindestens vier Autos wollte ich euch heute gerne auf jeden Fall zeigen. Wenn ihr nochmal einen Nachschlag haben wollt, jetzt noch vor Release, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Dann schmeiße ich da auch gerne nochmal einzelne Gameplays einfach hoch, so mit kurzen Rennen oder kurzen Sequenzen mal mit den verschiedenen Boliden. Wenn ihr da gerne einen speziell auf einer Strecke sehen möchtet, auf einer Kombination, dann gerne in die Kommentare. Wenn ihr einen Kommentar seht mit einer Kombination, die euch sehr gefällt, dann gebt den ganzen Daumen nach oben, den Kommentar, und dann werde ich da mal sehen, was sich machen lässt. Alter, was eine Bestie. So, pass auf, machen wir nochmal den Fotomodus. Man sieht aber schon, dass es teilweise wieder so ein bisschen back to the roots gegangen ist, ne? Gerade mit den fetten Hinterreifen, dem flachen Flügel. Da gibt es durchaus Anleihen, die wir heute wiedersehen. Also können wir hier das mal Bild ja mal ein bisschen kippen, mal so ein bisschen hoch. Schön, ist einfach formschön, oder? Muss man echt mal so sagen. Ich kann ja hier nochmal gucken. Das wollte ich gar nicht. Ja, jemand meinte auch natürlich zu Recht, weil ich ein bisschen den Kontrast... Wobei hier wirklich der Kontrast und auch die Farben wirklich gut aussehen bei Regenrennen. Hier lediglich, wenn die Sonne scheint, finde ich es halt ein bisschen zu krass. Aber jemand meinte auch schon, dass man natürlich beim PC, beim Nvidia-Profil, kann man natürlich auch bestimmte Farbkonfigurationen einstellen. Das ist natürlich ganz richtig. Die Möglichkeit, auf dem Fernseher hast du sie tatsächlich auch. Da kannst du deinen Fernseher entsprechend einstellen. Also wem die Farben von F1 2017 nicht zusagen, der kann sich das selber ja auch noch ein bisschen anpassen. Das ist durchaus richtig. Aber ich wollte natürlich auch den Stock
Zustand von F1 hier mal zeigen, ne? Das Logo machen wir mal woanders hin, zum Beispiel in den Himmel, genau. Schönes Foto, Thumbnail gemacht, alles klar, abgehakt. Alles klar, du hast schon mal ein tolles Auto. Guck mal, wir können ja hier einfach mal wechseln, Auto- und Streckenauswahl, dann nehmen wir uns nochmal einen anderen. Guck mal hier, den 890er McLaren MP4 13. Das war ja, wie gesagt, das Jahr Häkkinen Kultart, das Auto, wo ich richtig Formel 1 Suchti war in meiner Kindheit. Da saß ich echt immer vorm Fernseher. Bin da, glaube ich, damals, das war wirklich genau das Jahr, wo ich so richtig infiziert wurde. 97 auch schon so ein bisschen, da kam diese Schumania auch bei mir so als Stöpsel so ein bisschen an. Aber, guck mal, Belgien, ja, Belgien. Da gab es auch ein tolles Rennen damals mit tollen Duellen zwischen Häkkinen und Schumacher. Trocken, Mittag. Oh, wobei, wir können ja auch mal hier Sonnenuntergang machen, jawohl. Und direkt einmal on the fly rüber wechseln. Ja, das war einfach eine tolle Zeit, wirklich. Hab da auch dann zum Geburtstag von meiner Oma was bekommen. Michael Schumacher Autogramm. Das konnte man damals über RTL irgendwie machen. Da ist dann ein RTL-Redakteur sozusagen bei Schumacher gewesen und hat dann halt mehrere Autogramme dann für mehrere Personen geholt. Wirklich persönlich signiert, das habe ich bei mir auch stehen. Das ist mein kleiner Schumi-Altar auf meinem Bücherregal. Da stehen so zwei Modellautos. Der 96er Ferrari von ihm und der 2003er Ferrari, glaube ich. Den habe ich so ein 1:18. Dahinter so das Schumacher-Autogramm, natürlich in so einem kleinen Glasrahmen. Da steht drauf für Michel und dann halt mein Geburtstag, 23.08. Ja, ich habe morgen Geburtstag, jawohl. Das war, glaube ich, 99 oder 98, ich weiß gar nicht genau. War, glaube ich, 98, muss ich dann nochmal gucken. Da kann ich aber bei Instagram auch mal ein Foto von machen oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Boah, dieser Klang. 6 Gänge nur. Boah, hört mal. Boah, das ist genau der Klang. So muss es sein. Boah, so und nicht anders. Boah, vor allem das hier so. Um 7000, 8000 Umdrehungen. Boah, ist das geil. Sorry, wirklich, das ist... Was ein geiler Klang. Das hat Codys wirklich... Das haben sie ganz, ganz toll hinbekommen. Ja, beim sechsten Gang ist Schluss. Der ist relativ lang übersetzt. Im Vergleich zu den 17er Fahrzeugen ist das hier echt eine lahme Kiste, ne? Aber man merkt schon, der ist giftig. Oh, da knallen wir ein bisschen rein hinten, fast. Also ich denke mal, da liegen mindestens 10, 15 Sekunden, weiß nicht. Da liegt auf jeden Fall viel Zeit dazwischen. Im Vergleich zu den aktuellen Boliden. Oh, schon geschnitten. Oh, bleib sofort die Räder stehen. Ja, hier fehlen natürlich ein paar Sponsoren, weil nicht für alles die Lizenz da war. Ich habe mal gelesen, dass Codemasters tatsächlich diese Lizenzen für die alten Fahrzeuge auch von den Teams braucht, beziehungsweise von den Herstellern. Und deswegen konnte man zum Beispiel auch bei Braun kein Auto mehr reinbringen, weil man einfach bei Braun als Team einfach nicht mehr existiert, kein Hersteller dahinter stand. Das heißt, diese Braun-Lizenz, die gibt es tatsächlich jetzt in der Form gar nicht mehr. Damals hatten wir auch hier diese Rillenreifen. Ich glaube, bis 2001 so ein Dreh, aber ich lagelt mich nicht fest, ne? Also was das angeht, da ist meine Erinnerung, verschwimmt da so ein bisschen, aber ich weiß, dass es später dann statt den 4 Rillen ein Jahr später nur noch 3 Rillen gab und später dann die Rillenreifen wieder den Slicks weichen mussten.
Kann man sich kaum dran satt hören. So, ich fahre nochmal in die Sonne. Auch das Auto, das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal näher anschauen. Ja, hier Vodafone damals. Diese sehen wir schon, diese Vodafone-Dinger. Die waren sehr lange Sponsor hier bei McLaren. Damals ja noch McLaren-Mercedes. Norbert Haug, ja auch damals immer ganz prominent natürlich Ansprechpartner gewesen in der Boxengasse. Ja, richtig geil. Schön. Gut, ja, gehen wir raus. Und machen einfach mal so zwei Rennen wieder. Das, was wir gestern auch schon gemacht haben. Jetzt waren wir 98, 95. Ja, guck mal hier. Schumis 2004er. Finde ich sogar noch ein bisschen schöner als den 2002er. Ich mag vor allem diese Carbon, diesen Diffusor da unten. Das ist ein sehr, sehr aerodynamisch geiles Auto. Ja, den nehmen wir einfach. Ist er da schon mit Barrichello gefahren oder war das noch mit Irvine? Ich weiß gar nicht genau. Strecke, da können wir auch mal schauen. Ja, Brasilien würde sich zum Beispiel anbieten. Brasilien. Ah, ich wollte ja die Short-Varianten auch nochmal zeigen. Suzuka Kurz. Das machen wir jetzt mal. Suzuka Kurz. Aber ich würde gerne im Trockenen fahren. Das ist, glaube ich, die East-Variante von Suzuka. Gibt ja East- und West-Circuit hier. Hier haben wir auf jeden Fall die S-Kurven dabei. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Okay. Wir müssen nicht gleich. Oh, ja. Das ist der Vettel Red Bull. Dem zeigen wir gleich mal, wo Kalle den Most holt. Zwei Benetton hier. Oh, da ist schon wieder ein Abflug. Unerlaubt war es, überholt, unerlaubt. Oh. Ich fand sogar, dass der McLaren Mercedes von 98 nochmal ein bisschen geiler klang. So, hier geht's jetzt statt nach links einmal nach rechts rüber. Das war der Rasen. Ja, hallo. Ja, das hat ja super geklappt. Das Rennen ist natürlich jetzt super kurz. Das wäre so geil, ne? Einfach mal ein Formel-1-Spiel mit einer ganzen Saison von damals. Das wäre so geil. Gut, die Short-Variante, die finde ich hier nicht so toll. Ja, hier habe ich nochmal die Schwierigkeiten. Forest. Wie schnell sich das Feld auseinanderzieht. Und wie schnell die auf. Und ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge hier gleichberechtigt sind von der Stärke. Unterschied sehen wir hier schon wesentlich im Vergleich. Ja, hier haben wir auch vier Rillen, ne? Hm. Vier Rillen an der Vorderachse zumindest. Was wir auf jeden Fall schon sehen im Vergleich zu 98 hier, sieben Gang. Das Auto ist auch deutlich spritziger und viel, viel schneller, finde ich. Dreht, glaube ich, auch deutlich höher. So. Butz. Das war mein Frontflügel. Wollen wir uns das mal in der Wiederholung anschauen? Ich glaube ja. Und? Oh, ja, da hat man ja sehr viel gesehen. Warte mal. Kann man hier mal so vielleicht gucken, ja. Da sehen wir so ein bisschen mal. Jemand wollte auch nochmal die Crashes, wollte die mal genauer sehen. Das können wir hier tatsächlich sogar mit der Kamera einmal ums Auto herum mal schauen. Da sind sogar tatsächlich relativ viele Sponsoren drauf. Bridgestone, AMD, Vodafone. Hier anscheinend die Lizenzsituation noch ein bisschen besser als dann später. So, lassen wir das Auto hier mal in der Zeitlupe in die Mauer krachen. Aber natürlich passiert hier nicht so viel. Also normalerweise würde ich natürlich alles vorne abreißen, aber hier passiert halt nicht viel. Das ist halt nach wie vor immer dieses Lizenzthema. Ja, das Formula One Management oder die Formula One Lizenzinhaber, die wollen halt nicht, dass hier zu viel passiert. Naja, aber ja, auch Heckflügel zum Beispiel fliegt gar nicht ab. Das Einzige, was wirklich kaputt geht, ist so ein bisschen der Frontflügel. Da gibt es dann so ein bisschen Debris. Ein Rad kann auch mal so ein bisschen abgehen, so wenn du da mal voll in die Wand lodderst. Ich meine, das können wir auch mal ausprobieren eigentlich, dass wir mal so ein Rad bewusst, dass wir das Auto bewusst einfach mal in die Mauer fahren.
So, jetzt setze ich hier wieder ein. Spiel das gleich mal. Da vorne sieht es, glaube ich. Ja, hier rechts. Nee. Ja, es klappt nicht. Kann ich nochmal. Nee. Ja, also selbst mit voller Gewalt da reinfahren. Aber die Schäden sind auch reduziert. Ich glaube, wenn ich die nochmal auf Härte stelle, dann geht das auch mal schneller kaputt. Hast auch schneller mal einen Totalschaden. Können wir ja gleich nochmal ausprobieren. Ich fahre nochmal ein Rennen. Also die Sieger nach einem aufregenden oh ja, die haben sehr tolle Overalls. Und Stefan und ich verabschieden uns. Tschüss Stefan und Heiko. Gut, machen wir mal noch einen. Alles klar, dann nehmen wir jetzt mal den ganz alten. Und machen das mal wie folgt. Jetzt können wir wirklich mal Brasilien nehmen. So, jetzt kann ich tatsächlich auch hier meinen TH8A-Shifter mal benutzen mit der Handschaltung. Bin ich immer sehr gespannt jetzt. Oh, nice. Ich glaube, ich schalte auch mit den Lücken jetzt. Ja, du hörst den Turbo schon. Ja, okay, das funktioniert. Mit dem... Boah. Nehmen wir mal ins Cockpit gehen. Sieht man auch, dass er da zum Knauf greift. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass er sich schwieriger fährt. Der klingt doch nicht so toll, ne? Turbo halt. Da geht viel verloren im Vergleich zum Sauger. Oh, da habe ich mich doch weggedreht. Schönes Turbosäuseln, aber... Die fahren uns gnadenlos davon. Na gut, da hätte ich erwartet, dass der sich noch ein bisschen giftiger fährt. Irgendwie ist das Logo auch wohl unscharf, ne? Vorne da am Auto, keine Ahnung, was da los ist. Oh. Ich probiere es gerade nochmal mit Schaltwippen aus, wie das so ist. Das funktioniert auch. Das, denn der innere Schweinehund. Oh. Also das Feld zieht sich auch hier wieder sehr schnell, sehr weit auseinander. Also zwischen dieser Einheitsklasse und Mehrklassen sehe ich hier gerade keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Hupala, hupala, putz. Der reizt mich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Aber das war auch dann wieder vor meiner Zeit, ne? Da bin ich ja gerade ein Jahr später erst geboren, so nach dem Motto. Und deswegen ist das für mich jetzt nicht... Also klar, das ist ja auch natürlich tolle Historie so gesehen, aber... Der klingt wieder besonders toll, noch fährt er sich besonders spektakulär. Von der Warte jetzt aus, sonst natürlich ein hammergeiles Auto, aber so von der Warte... Aber was die Autos schon damals... leisten konnten, das ist der Hammer. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hier in Spa auch schon, in Sao Paulo auch schon 300 km/h auf der Geraden. Ja, Mann. Und, baff! Okay, kein Rad ist abgeflogen. Okay, ich würde sagen, doch ein Rennen fahren wir noch. Suche ich mir nochmal ein anderes Auto.
Da lasse ich euch dann ein bisschen mehr mit dem Sound auch mal alleine. Lasst euch ein bisschen genießen. Suche ich mir eine schöne Strecke raus. Suche mir ein schönes Auto aus. Wir könnten ja mal den Renault, den 2006er also Renault, der würde mich auch nochmal interessieren. Ja, da ist ein Kind, da ist ein Kind gefahren. Kind hat gewonnen. Und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum. Das war ich jetzt 10. Ich war doch gerade 20. Ach, in der Klasse, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ja, machen wir nochmal einen. Ja, hier, den Alonso Renault. Ja. Oh ja, Monza. Oder, ja, Spa hatten wir ja schon. Monza. Machen wir Monza. Dann mache ich jetzt mal Einheitsklasse. Dann fahren da jetzt, glaube ich, 20 von den gleichen Renaults rum. Jemand hat auch gefragt, ob ich das Safety Car nochmal in Aktion zeigen kann. Das hebe ich mir für die Karriere auf. Ich vermute mal, da wird dann irgendwann auch ein Unfall passieren, wo es mal rauskommt. Ich werde es mit einschalten. Das mal. Müssen wir mal testen. So, direkt go. Okay, oh, diese Flügel. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also, es regnet sogar ein bisschen. Naja, gut. Ist jetzt so, wie es ist. Oder versucht auch einer rechts komplett vorbeizufahren an allen. Ja, das sieht halt sehr bizarr aus, ne? Ja, das wirkt halt schon sehr modern, ne? Ah, ich wollte jetzt ein bisschen ruhiger sein, sorry. Auf Trockenreifen. Ich glaube ja. Die schleichen ja hier sehr krass um die Kurve. Was ist denn hier los? Da ist mir gestern schon aufgefallen, die KI kann hier und da auf jeden Fall noch ein kleines Update vertragen. Soll aber in der Karriere deutlich besser funktionieren. Da räumen die sich auch weniger ab als in den Sprintrennen. Ja, der gehört jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsautos, so aus der historischen. Ja, das heißt historisch, das ist ja gerade mal 11 Jahre her, aber von den Classic-Autos. Ist so der 98er McLaren und die 95er, 96er, das sind schon so meine Lieblingsautos. Ist auch wirklich meine Lieblingsepoche der Formel 1, so späte 90er, Mitte 90er, späte 90er, wirklich geil. Ich würde liebend gerne noch den Benetton von Schumacher sehen. Es rutscht, es rutscht. Es trägt mich ins Kurvenäußere. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Oh, abgekürzt. Wenn man hier auch einen Begrenzer hängt. Das schade finde, dass man hier bei den historischen Boliden dann... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Dass man nicht die Getriebeübersetzung ändern kann. Weil das konnte man ja damals durchaus noch machen. Schade, dass sie hier einem die Möglichkeit hier nicht geben. Deswegen, wie gesagt, halbherzig umgesetzt. Zum Teil. Ich meine, ich finde es schön, dass sie überhaupt dabei sind, die Autos. Und wie gesagt, die sind ja auch standardmäßig im Spiel. Also jemand hat auch gefragt... Habe ich denn die historischen Wagen im Hauptspiel drin? Ja, klar. Also nur der MP4-4, der ist DLC-Vorbesteller-Auto, der Rest ist auch so drin. Und wie wir gerade gesehen haben, ist der gar nicht mal so spektakulär. Also ist kein Must-Have, um jetzt, wo man jetzt, wo einem was fehlen würde in dem Sinne. Wo man nicht absoluter Fan allein dieses Autos ist. Ja, okay, alles klar, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein mit den Classic Cars. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, einzelne Gameplays nochmal mit den einzelnen Autos, wo ich mir nochmal ein bisschen mehr Mühe gebe mit dem Gameplay, dann schreibt es gerne nochmal in die Kommentare. Ansonsten soll das ein kleiner Einblick gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen weitergeholfen, um ein bisschen einschätzen zu können, wie Formel 1 2017 so im Gesamtpaket einfach dasteht. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten euch noch eine schöne Gamescom und bis zum nächsten Mal. Ihr findet mich übrigens während der gesamten Gamescom in Halle 8 bei Ford. Ich betreue dort quasi direkt den Stand auch mit. Und wenn ihr dort zum Beispiel an der Competition teilnehmt, dann werdet ihr mich auf jeden Fall sehen und mit mir reden können. Und schaut gerne vorbei. Das ist direkt neben Xbox. Ja. Wir sehen uns. Tschüss.